Hey Friends, ich hoffe, euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zu diesem heutigen neuen Video mit mir. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut und euch nimmt die jetzige Situation nicht zu sehr mit. Ich muss sagen, klar, ich glaube, wir können uns alle Besseres vorstellen, aber vielleicht kann ich euch heute ein bisschen unterhalten. Heute soll es um einen Fashion Haul gehen. Ich habe ein paar Sachen gekauft und ein paar Sachen haben meinen Kleiderschrank bereichert und ich freue mich total, dass ich die euch heute zeigen darf. Unter anderem ist eine Marke dabei, die ich selber noch nicht kannte und die ich euch unheimlich gerne vorstellen möchte, weil ich einfach finde, dass die Sachen eine sehr gute Qualität haben. Und das Beste kommt jetzt, ich habe sogar noch einen Rabattcode für euch. Also wer dann jetzt demnächst eh schon mal was shoppen wollte und das Ganze vergünstigt tun möchte, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um dran zu bleiben und euch anzuschauen, was ich geshoppt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ah, Klamottis! Ich würde sagen, ich arbeite mich einfach mal querbeet hier durch meinen Berg durch. Ich habe die Sachen ja gerade für euch im Try-On angezogen, deswegen muss ich die erstmal ganz kurz herrichten. Ich würde sagen, ich starte direkt mit meinem Lieblingsteil aus dem gesamten Haul, wobei ich sagen muss, dass ich mich schwer entscheiden konnte, welches ich am liebsten mag, weil ich sie alle wunderschön finde. Aber es geht um diesen Cardigan hier, der ist wunderschön vom Schnitt. Ich habe tatsächlich sowas Interessantes noch nicht in meinem Schrank. Er hat hier oben so, wie sagt man denn dazu, so Pom-Pom-Ärmel, also so ein bisschen eine ausgestelltere Schulterpartie. Besteht aus so einem, ja, relativ warmen und dicken gerippten Stoff, der wirklich wunderschön sich anfasst von der Qualität her. Die Knöpfe finde ich wunderschön, vor allem dieses Detail, dass der hier am Arm nochmal so ein paar Knöpfe hat. Die Farbe, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es den in mehreren Farben gab, aber die Farbe ist wirklich wunderschön. Das ist einfach so ein alltagstaugliches Beige und der macht einen wundervollen Ausschnitt, Leute. Also alle Mädels, die gerne Ausschnitt tragen, ich glaube, besser geht's nicht. Der macht einfach eine wundervolle Körperform. Also ich finde den echt richtig toll. Und ihr müsst keine Angst haben, dass der eure Arme irgendwie dicker aussehen lässt. Ich finde im Gegenteil, dadurch, dass der hier oben ein bisschen weiter ist und hier unten schmal, hat man damit auch gar keine Probleme. Weiter geht's mit den nächsten zwei Teilen. Und zwar habe ich hier diese Stoff-Jogginghose, die wirklich einen unheimlich weichen Stoff hat. Ich weiß gar nicht, die hat halt so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, ehrlich gesagt, ne? Aber so ein wunderschönes Muster. Die ist auch wirklich dicker, auch wenn die jetzt innen drin nicht besonders fließig ist oder so. Aber trotz dessen ist sie wirklich sehr, sehr dick. Aber ich muss sagen, es ist ein mega cooles Teil und man kann die mit wirklich coolen Sachen kombinieren. Dadurch, dass sie dieses Muster hat, finde ich, kann man sie auch wirklich für den Alltag sehr gut integrieren. Und ich habe sie jetzt direkt mal mit dem nächsten Teil kombiniert. Und zwar ist das dieser wunderschöne babyblaue Rollkragenpullover. Leute, ich habe mich einfach auf den ersten Blick so sehr in die Farbe verliebt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich finde das so genial. Ich habe auch noch kein einziges Teil in meinem Kleiderschrank, was diese Farbe hat. Also ich war so schockverliebt und ich bin es nach wie vor. Der sitzt gut, der hat diesen Rippstoff, was ihn, finde ich, nochmal hochwertiger wirken lässt. Also ihr seht es ja, glaube ich, jetzt im Try-On, dass das wirklich eine super coole Kombi ist auch. Also finde ich mega, mega schön. Dann kommen wir zum letzten Teil von Chiquelle und das ist dieses wunderschöne Rollkragenpulloverkleid. Es ist auf jeden Fall ein mega schöner, weicher Stoff, was mir daran echt gut gefällt. Ich glaube persönlich, dass das nur was für große oder eher größere Frauen ist, weil das für mich die perfekte Länge hat. By the way, ich bin 1,73 Meter groß, also für alle, die ungefähr diese Größe oder Größe haben, dürfte dieses Pullikleid wirklich ein Traum sein. Ihr seht es ja jetzt gleich auch eingeblendet, mit einem Gürtel kombiniert und Boots oder eben Sneakern sieht das mega lässig aus für den Herbst. Man friert nicht, weil es halt doch die wichtigsten Körperstellen bedeckt. Und gab es übrigens auch in mehreren Farben und ich bin so schockverliebt. Ich liebe dieses Teil. Ich habe auch sowas noch nicht in meinem Kleiderschrank gehabt. Von daher bin ich sehr froh, dass ich das jetzt zufügen darf. Dann kommen wir als nächstes zu einem Teil von Zara. Und zwar habe ich mir das in zwei verschiedenen Farben gekauft, weil ich es so wunderschön finde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Schlaghosen sind ja gerade mit Schlitz super in Mode. Und ich habe mich echt schwer getan, da was zu finden, was meiner Figur einfach schmeichelt. Vor allen Dingen, ich mag einfach den Schlag nicht zu groß haben. Ich mag den Schlitz nicht zu lang haben. Ihr wisst, was ich sagen will. Und hier habe ich jetzt bei Zara bin ich fündig geworden und habe hier so eine wundervolle Leggings mit leichtem Schlag und einem Schlitz gefunden. Und die habe ich mir eben auch nochmal in Schwarz gekauft. Ich finde, dadurch, dass die diese auch wieder diese Rip-Optik hat,
Die ist dicker, die ist nicht besonders dünn, die sitzt super eng, die sitzt auch am Bund, am Bauch sehr eng. Da finde ich fast schon ein bisschen zu eng. Aber sie ist wirklich wunderschön und macht eine wirklich tolle Figur, wie ich finde. Und die habe ich mir jetzt, wie gesagt, auch noch mal in Schwarz zugelegt. Ein Pulli von Colosseum, den habe ich mir gegönnt. Der hat auch, glaube ich, hier steht jetzt drauf 15,99 €, aber ich glaube, der hatte 5 Euro gekostet, Leute. Der war im Sale und den fand ich auch mega cool. Also ist einfach so ein alltagstaugliches Teil, mit dem man nichts falsch machen kann. Falls ihr bei euch in der Nähe ein Colosseum habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei, weil die haben gerade einen Mega-Sale am Laufen und die nächsten Teile, die ich euch zeige, die waren ja wirklich spottbillig. Dann können wir nämlich auch direkt weitergehen zum letzten Outfit, was ich für euch zusammengestellt habe. Und zwar habe ich mir da hier auch vom Colosseum auch ebenfalls für 5 Euro so eine wunderschöne weiße Karo-Musterbluse gekauft. Ich finde, sowas geht echt immer. Sowas sollte man als Basic im Schrank haben, meiner Meinung nach. Das kann man solo anziehen, man kann einen Pulli drüber ziehen und dann schaut unten noch so ein bisschen der Saum raus. Ich finde es mega cool. Ich habe es jetzt für euch auch mal in 2 Varianten kombiniert, damit ihr mal sehen könnt, wie ich persönlich sowas stylen würde. Ich habe es jetzt einfach mit einer schlichten weißen Jeans kombiniert. Ich finde, das geht immer. Und das nächste Teil, das war auch wirklich super günstig reduziert. Ich glaube, dieser Überwurf hat 2 Euro gekostet oder so. Kein Spaß. Und den habe ich jetzt einfach mal über diese Bluse drüber gezogen. Finde ich eine mega coole Kombi. Was sagt ihr dazu? Und die letzte Variante, die ich mit dieser Bluse auch nochmal kombiniert habe, einfach weil ich fand, das hat schon so super zusammengepasst, dass ich das auch wirklich so anziehen würde. Das letzte Teil hat sage und schreibe wieder 5 Euro gekostet. Und das ist dieser wunderschöne lange Cardigan, den man halt überwerfen kann. Der hat keine Ärmel oder so, hat aber doch einen relativ festen und dicken Stoff, wodurch ich finde, dass er sehr, sehr warm war. Also mit etwas langärmeligem drunter finde ich das eigentlich wirklich eine wunderschöne Kombination. Und der musste mit. Den habe ich gesehen und ich habe auch so einen Teil noch nicht im Schrank. Deswegen dachte ich mir, hey, komm. Weil ehrlich gesagt, was soll man für 5 Euro falsch machen, ne? Schön. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es war wieder mal inspirierend für euch. Ich habe mich schockverliebt in die Teile. Falls ihr irgendwas davon nachkaufen möchtet, wie gesagt, ich habe hier einen Rabattcode für euch von der Seite Chiquelle. Den Code gebt ihr einfach in das Gutscheincode-Feld ein. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und dann kriegt ihr 20% Rabatt. Gern geschehen. Schön, dass du wieder mit bis zum Ende dran geblieben bist. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne hier an der Seite tun. Ich blende dir jetzt extra den Button ein und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen restlichen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!